Eins. Herzlich willkommen auch die Live, die Aufzeichnungszuschauer, und ich gucke mal, ob im Live-Chat irgendwas auftaucht, bevor ich Schluss mache. Muss ich nochmal einen Blick auf den Live-Chat richten. So, hier Vorbemerkung. Wir können Ihnen nicht immer die ganze Weltgeschichte erläutern. Heute ist nur kurze Tagesthemen, wissenschaftliche Tagesschau heute. Hier Homepage aufrufen und sofort können Sie einsteigen, darin die ganze Welt zu verstehen. Und jetzt geht es hier rüber zu unseren jetzigen Themen, unserer Vorlesung. Also es ist heute wieder nur eine kurze wissenschaftliche Tagesschau heute, eine Kurzvorlesung unserer Mini-Uni, der Next Scientists for Future vom Weltrat, der letzten oder ersten oder einzigen echten Universität der Erde überhaupt, wo es wirklich um Wahrheit geht und nicht um Geschäfte machen und Manipulation der Bevölkerung durch die Illusion einer Wahrheitsorientiertheit. Ne? So, fangen wir an. Markus Krall, Sarah Wagenknecht, Rainer Mausfell, wobei ja wirklich Sarah Wagenknecht ja auch wirklich immer wieder vernünftige Sätze sagt, aber Opfer der Gehirnwäsche welcher Sparten und welcher vorteilbringende Irrtümer welcher Sparten sind sie? Das muss ja immer die Schlüsselfrage allen wissenschaftlichen Analysierens sein. Ja, bei Markus Krall ist das ja ganz einfach. Ne? Da ist es eigentlich ganz einfach. Woher hat er seine völlig falschen Vorstellungen von Wirtschaft und so seine völlige unrealistische Einschätzung der Gutheit des freien Marktes? Woher kommen solche Illusionen? Ja, schauen wir doch mal hin. Also wir müssen immer gucken, dass, wenn das so einige der wichtigsten Sparten der Menschheit sind, die uns alle zerstören, weil sie im Kapitalismus seit der Erfindung des Tauschhandels vor 400.000 Jahren ungefähr, plus minus ein paar hunderttausend Jahre, können wir streiten, ja, wir sozusagen jede Sparte muss sich versuchen, durch Irrtümer, die sie selbst für Wahrheiten hält, die sogenannten vorteilbringenden Irrtümer, zu bereichern auf Kosten aller anderen Menschen. Im Moment bereichert sich gerade die Waffensparte auf Kosten von uns Menschen, von unseres Leidens und des Leidens der Menschen. Vorher hat sich die Gesundheitssparte so richtig schön bereichert auf unsere Kosten. Und eben die Alkohol-, Tabak- und Zuckersparten wollen sich natürlich auch alle bereichern auf unsere Kosten und die ganze Welt in Alkohol-, Tabak- und Zuckersüchtige verwandeln, ohne dass es ihnen bewusst ist. Es gibt nirgends eine Verschwörung. Alle meinen es gut. Wenn ich jetzt mit einem Zuckerhersteller reden würde, der würde mir erklären, was für ein wunderbar gesundes Lebensmittel der Zucker doch ist. Und er würde diese Irrtümer wirklich glauben. Er meint es nicht böse, sondern die Marktwirtschaft ist das Böse. Die soziale Marktwirtschaft ist böse. Die Menschen sind alle gut. Aber die soziale Marktwirtschaft ist böse und lässt Menschen über den Mechanismus der Selbsttäuschung durch Vorteil bringende Irrtümer böse handeln. Aber das böse Handeln kommt nicht aus einer bösen Absicht, sondern aus einer guten Absicht, die aber durch Irrtümer verzerrt ist und zum bösen Handeln führt. Und das wäre jetzt die Einführung in eine echte Psychologie und Psychobiologie, ja. So, und die Alkohol-, Tabak- und Zuckersparten, die wollen natürlich, die brauchen natürlich den freien Markt und haben Gewinnmöglichkeiten, wenn sie Irrtümer entwickeln, die den freien Markt erhalten. Und die brauchen natürlich dann auch, die finden natürlich dann Freunde in solchen Propagandisten wie Dr. Markus Krall, der eben predigt, dass der freie Markt harmlos wäre. Ja, dabei wurde er ja von einem Journalisten ja gefragt in einer der großen Sendung vor einigen Jahren gefragt, ja,
Ja, wollen Sie denn den freien Markt, wollen Sie denn die Kinder alkoholsüchtig werden lassen und tabaksüchtig werden lassen und zuckersüchtig werden lassen, ohne dass da irgendwie wir da das verhindern in irgendeiner Weise? Und dann hat er so sich gebunden und gedreht, und in Wirklichkeit läuft es in Wirklichkeit darauf hinaus, dass seine Lehre genau das macht. Ja, das also sozusagen, weil er ja überhaupt nicht erkennt, dass also sozusagen jetzt, dass also die Alkohol-, Tabak- und Zuckersparten, ja, hier, dass die natürlich überall hin ihre vorteilbringenden Irrtümer ausschütten, die dazu führen, dass zum Beispiel unsere Kinder unglücklich werden und deswegen gefährdet sind, Alkohol, Tabak und Zucker süchtig zu werden und suchtkrank zu werden und dann diabeteskrank und alkoholkrank zu werden und so weiter. Wovon natürlich dann die Alkohol-, Tabak- und Zuckersparten riesige Profite haben, ja. Und das ist Dr. Markus Krall gar nicht klar, dass natürlich dann auch, dass er sozusagen infiziert wurde von den vorteilbringenden Irrtümern, den Killerviren des Geistes, dieser Alkohol-, Tabak- und Zuckersparten, die ihn ein völlig falsches Bild von den wirtschaftlichen Mechanismen haben sehen lassen, und so, dass er gar nicht versteht, wie die Veränderung der Psyche der Kinder und der Menschen quasi sie zwingt, süchtig Alkohol, Tabak und Zucker zu verkaufen. Und das genau ist das zwangsläufige Resultat eines freien Marktes. Ja? Und jetzt gehen wir zu die anderen zwei Namen, Sarah Wagenknecht und Rainer Mausfeld. Die gehören zur von uns sogenannten unrealistischen Linken, die also sozusagen immer hasserfüllt und mit Wut und Zorn auf die Fähigen, die Elite, die Leistungsfähigen, die Reicheren, die Arbeitsplätzeschaffer starren und sagen, denen müssen wir was wegnehmen, Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, Steuer, 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 Steuer. Und die merken gar nicht, dass sie damit die eigentlich die Dienstmägde der Sozialsparten und der Weltsozialsparten sind. Denn die Sozialsparten hier, die gefährlichsten Sparten der Welt, die Sozialsparten, brauchen es natürlich, dass durch dieses ständige Geschrei nach Steuererhöhung und Wegnehmen und Mausfeld, der sogar Richtung Revolutionsaufforderung in versteckter Weise geht, ja, dass dadurch natürlich die Fähigen alle rausgetrieben werden aus Deutschland, die Fachkräfte alle abwandern aus Deutschland, weil sie sich auch bedroht fühlen und und gehasst fühlen. Und dadurch profitieren dann riesig die Sozialspartler durch solche Propagandisten wie Wagenknecht und Mausfeld, weil dann nämlich gibt es immer mehr Arbeitslose in Deutschland, immer mehr Obdachlose, immer mehr verwahrloste Menschen, psychisch Kranke, Depressive und so weiter. Und um die können sich dann die Sozialarbeiter rührend kümmern und können riesige Karrieren machen, bis dann das ganze Land so verarmt ist, dass es ihre Gehälter nicht mehr bezahlen kann und sie sich dann wie die sprichwörtlichen Aliens, allerdings ohne Bewusstheit, dann aufmachen und in andere Länder auswandern und diese dann zerstören und ausplündern, bis die wieder kaputt sind. Und dann ist halt das nächste Land dran auf der Erde, ne? Ja, also vielleicht wandern eben dann eben die von Deutschland, die Sozialspartler, dann in die Schweiz und plündern diese, bis die kaputt ist, und dann wandern sie in die USA und so weiter, ja? Und das ist eben der Punkt, dass all das unverstanden ist und dass natürlich Sarah Wagenknecht überhaupt und Mausfeld überhaupt keine Ahnung machen, wessen Spiel sie da eigentlich spielen, nämlich das Spiel einer Sparte, die ganz Deutschland zerstören kann und wird, wenn es so weitergeht, ne?
Also damit habe ich doch diese Seite beantwortet. Ja, und Abtreibungsgegner, Hans-Werner Sinn, Franz de Waal, Opfer der Gehirnwäsche, welcher Sparten und vorteilbringenden Irrtümer sind diese wiederum? Ja, jetzt gehe ich doch mal Abtreibungsgegner. Ja, welche Sparte profitiert denn davon? Naja, da haben wir mehrere Sparten. Die Gesundheitssparten profitieren riesig, wenn lauter kaputte Kinder, lauter chronisch kranke Kinder, behinderte Kinder geboren werden und so weiter. Und wenn die Sozialsparten profitieren, wenn sogar Vergewaltigungsopfer dann ihre von ihnen gehassten Kinder bekommen müssen und so weiter, ja, dann entstehen da Sozialfälle und soziale Dramen und die Sozialspartler und die Gesundheitsspartler können riesig profitieren auf Kosten von uns allen und bereichern sich dann, indem sie dann ein ganzes Land voll Kranken und Sozialfällen betreiben können. Und denn dieses Naturrecht der Frauen ganz alleine zu entscheiden, mein Bauch gehört mir, mein Neugeborenes gehört mir, mein Kind gehört mir und ich entscheide ganz alleine, ob es lebt oder stirbt. Dies darin einzugreifen, führt dann auch zur Überbevölkerung und die Überbevölkerung führt dann wieder zu Hunger und Armut und davon profitieren dann wieder die Weltsozialspartler, die ja nur dann erfolgreich von ihnen Spenden herausleiern können aus ihren Geldbörsen, wenn sie vorzeigen können, dass es immer mehr Hungernde und Arme in aller Welt gibt. Weil wenn die Abtreibung, die natürliche Abtreibung und die natürliche Geburtenverhinderung und die natürliche Kindertötung nicht mehr stattfindet, die natürliche Kinderaussetzung, Moses schwamm auf dem Nil, weil er von seiner Mutter ganz natürlich ausgesetzt wurde, weil er störte oder so, ja, diese ganzen Dinge, die führen dann dazu, dass sie, ja, jetzt haben wir doch schon ein paar. Die Abtreibungsgegner sind quasi die von den vorteilbringenden Irrtümern infiziert der Gesundheitssparten, der Weltsozialsparten und der Sozialsparten und vielleicht noch einige anderer Sparten. Und die zerstören unsere Gesellschaften jetzt und die USA wird jetzt dadurch zerstört zum Beispiel. Und es wird immer in den USA jetzt immer mehr Kranke, immer mehr Sozialfälle und überall auf der Welt immer mehr Hunger und Armut und Elend geben. Und dann profitieren diese Sparten. Und das sind alles nicht bewusste Evolutionsverläufe, die da ablaufen, die wir doch endlich mal stoppen müssen durch die GWÖ-GWO-Kombination, durch die Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination. Wenn wir das nicht langsam mal endlich tun, dann geht hier alles kaputt. Und das bedeutet einfach nur, dass diese Sparten einfach, dass diese Tür des Profitierenkönnens durch Schädigungen der Menschen und durch Umweltvergiftung, diese zwei Profitmöglichkeiten, Schädigung der Menschen, durch Schädigung der Menschen an Geld ranzukommen und durch Umweltvergiftung an Geld, Großgeld ranzukommen, dass diese Marktzwänge dann verschwinden und dann plötzlich alle Sparten uns nur noch Gutes tun werden und selbst mitwirken werden, alle vorteilbringenden Irrtümer, alle Gehirnwäsche, Propaganda, Manipulation und Werbung, all durch parasitäre Meme, Killerviren des Geistes, irrationale Kognition oder kurz vorteilbringende Irrtümer möglichst schnell und möglichst vollständig zu beenden, also die Manipulationsgeschichte der letzten 400.000 Jahre möglichst schnell zu beenden. Und genau das alles, ja, das müssten wir jetzt mal sofort tun. Und das geht nur durch die GWÖ-GWO-Diskussion und Kombination, durch die wir, also, und das müssen wir wenigstens die Elite des obersten Promilles aller Journalisten, der klügsten Journalisten, Politiker und Wirtschaftsleute, müsste mit uns in einem New World Economic Forum einen neuen runden Tisch im Sinne der mit Redezeit konnten im Sinne des Professor Sir Karl Popperschen freundlichen wechselseitigen Falsifizierungstalks müssen wir da zu einem Konsens kommen, einem Minimalkonsens und dann sofort handeln.
Ja, und was geschieht? Nichts. Niemand versteht uns, niemand folgt unseren Einladungen. Ja. Sogar die Entwickler der freien Argumentekultur verstehen nicht, dass erst die Popper-Frack etwas bringen würde, die freie Argumentekultur mit Professor Sir Karl Popper kombiniert und alles andere nichts bringt. Ne? Ja, also. Und dann Hans-Werner Sinn, der ist ähnlich wie Markus Krall, trotz seiner manchen lichten Momente, einfach nur ein Opfer auch wieder der Alkohol-, Tabak- und Zuckersparten und ähnlicher Sparten, denn auch er glaubt noch an die Wirkung des Marktes. Dabei muss die Marktwirtschaft, die soziale Marktwirtschaft unbedingt beendet werden durch die Gemeinwohlwirtschaft, durch die GWÖ-GWO-Kombi. Weil eben all diese Schädigung, diese Tür, in der Marktwirtschaft steht die Tür sperrangelweit auf und diese Tür sagt, du musst regelrecht Profite auf Kosten von Mensch- und Umweltvergiftung machen, sonst bist du nicht wettbewerbsfähig. Und das versteht der Sinn einfach nicht, ne? Dafür hat er keinen Sinn, ne? Und Professor Franz de Waal, der berühmteste Bono-Forscher, der ist natürlich das Opfer der Gehirnwäsche all der Sparten, die sozusagen, ja, was macht er eigentlich? Er beschreibt richtig das Wunderbare, die wunderbare Bonobo-Schenker-kommunistischen Gruppenehen der Bonobos, das Make Love Not War, das Matriarchale. Aber selbst gibt er zu verstehen, dass er eigentlich den Menschen eben nicht für einen Savannenbonobo hält, sondern für ein monogames Lebewesen. Und was macht er damit? Welche Opfer der Gehirnwäsche, welcher Sparte ist er damit eigentlich? Ja? Die Monogamie führt zur Unterdrückung der Sexualität. Und welche Sparten profitieren denn am stärksten durch die Unterdrückung der Sexualität? Naja, die Konsumsuchtsparten, die Reisesparten, ja, auch wieder die Zucker-, Alkohol- und Süßigkeitssparten und die Drogensparten und all diese, die von dem einsamen, liebesmäßig verhärmten, einsamen, kaufsüchtigen Single profitieren, deren Handlanger ist er, ohne dass es ihm bewusst ist. Er ist eben auch kein echter Wissenschaftler mehr, wie all die anderen auch nicht mehr, sondern er ist einfach nur ein Opfer einer Gehirnwäsche all dieser Sparten, die ihn letztendlich sagen lassen, nein, wir sind keine Savannenbonobos, uns sind nicht genetisch eigentlich von der Sexualität her identisch und sollten nicht wieder zurückkehren zur Savannenbonobo-kommunistischen Gruppenehe, die wahrscheinlich vor 400.000 Jahren uns hat maximal das Leben genießen lassen, wovon wir alle nur träumen können und von dem wir alle unendlich weit entfernt sind. Ja, so weit dazu. Ja, Richard David Precht mit seinem bedingungslosen Grundeinkommen, das bedingungslose Grundeinkommen und Precht, ob das Opfer welcher der Gehirnwäsche, welcher Sparten sind diese beiden? Ne? Ja, eben das bedingungslose Grundeinkommen geht wieder hin. Und sagt quasi, scheiß auf euch Fähige und euch Eliten und Leistungsträger und so weiter. Jeder bekommt jetzt sein Auskommen, ohne was zu arbeiten, ohne was zu tun für die Gemeinschaft, ohne sich nützlich zu machen, bekommt jeder alles ausreichend und so weiter. Und ja, und dann, ja, dann ist es ja garantiert so, dass die alle wahnsinnig kreativ und innovativ werden und der Gesellschaft nutzen und alle ehrenamtlich tätig werden, weil Geld haben sie ja jetzt genug und so weiter. Aber was ist, wenn da ja die Struktur des Kapitalismus nicht geändert ist und die ganze Alkoholsucht, Zigarettensucht, Süßigkeitensucht, Konsumsucht, alles da ist? Wieso soll es nicht dann dazu kommen, dass die, was weiß ich, das bedingungslose Grundeinkommen
einfach nehmen und dann einfach nur noch saufen und fressen und ihren Süchten frönen, Spielsucht und alle möglichen Süchte und so weiter und gar nichts für die Gemeinschaft tun, ja? Denn wir müssen ja klar sein, im Kapitalismus ist der Charakter zerstört, das Soziale ist doch gar nicht mehr vorhanden und das kann ja erst durch die GWÖ-GWO-Kombination wiederhergestellt werden und dann können wir über ein kleines bedingungsloses Grundeinkommen wirklich gerne kontrovers diskutieren. Aber wenn ich als einziges das bedingungslose Grundeinkommen habe, wie Brecht, ja, als einzige Idee, wie Götz Werner und all die anderen, ja, dann bin ich in einer Sackgasse, weil es müsste stehen, als erstes muss die GWÖ-GWO-Kombi eingeführt werden und erstmal diskutiert und dann eingeführt werden, ein Minimalkonsens daraus. Und dann können wir gerne wenn die Menschen charakterlich wieder ganz anders werden, wenn sie frei werden von den vorteilbringenden Irrtümern, von all den, ja, von der Unfähigkeit zum Sozialverhalten, von all dem soziopathischen, was uns der Kapitalismus beigebracht hat, dann können wir da weitersehen und so weiter und weiter diskutieren. Aber doch nicht vorher. Doch nicht dann, wenn wir eine Welt von Soziopathen, Psychopathen, antisozialen, dissozialen, asozialen Persönlichkeitsstörungen überall haben. Die nehmen das Geld und sagen, scheiß auf euch alle, ja, ich habe jetzt meinen Spaß hier. Ja, und sie müssen leider im Kapitalismus sind die Masse der Menschen, aber auch bei den Bonobos müssen sie eher wie Spielkinder betrachten, die dann anfangen zu spielen mit Spielzeugen und sich nicht engagieren werden, um anderen Menschen Gutes tun zu wollen. Ja, ich glaube, damit habe ich alles gesagt. Damit war es das schon wieder für die heutigen wissenschaftlichen Tagesschauen heute. Und tschüssi, tschüssi. Ach ja, ich muss erst den Chat mir anschauen. Nee, da ist nichts da. Also verabschiede ich ohne das klassische Winken die Aufzeichnung.